Nest der Ing. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2 Echoes. Ich muss jetzt überlegen. Ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich weiß also nicht mehr so recht, wo ich daheim bin. Was haben wir im letzten Part gemacht? Ich glaube, wir haben Quadraxis gekriegt. Haben wir Quadraxis schon gekriegt? Ich glaube, wir haben. Und den Annihilator Beam gekriegt. Haben wir schon die Tempelenergie? Weiß es nicht. Haben wir schon die Tempelenergie? Ich glaube, wir sollten lieber nochmal in den Tempel nachgucken. Nicht, dass wir ohne Energie zurückgehen. Oh, wie ich diese Stelle hasse. Das Let's Play findet ihr gut an. Hä? Okay. Ich habe anscheinend so lange nicht mehr aufgenommen, dass ich nicht mehr weiß, wie manche Stellen gehen. Oh, die. Ah ja, die Screw Attack, die kenne ich noch. Wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Bestimmt 2 Monate. Wenn ich so manche meiner Let's Player-Kumpels kenne, die nehmen einen Let's Player an einem Tag, außerdem wir immer, hör, wie geht das hinbekommen? Das ist doch total krank. Du wirst mich runterschmeißen, ne? Was ist los? Wo muss ich überhaupt hin, wenn ich zum Tempel will? Tempel des Nestes. Kommen wir da einfach hin? Ich glaube, die Tempelenergie haben wir. Aber nicht, wir haben sie noch nicht zum hellen Dingens gebracht. Zum hellen Äther. Ach, ist das ein fähiger Anfang. Was du machen? So, ich hab's auch geschafft. Ich habe das jetzt nur schnell offscreen gemacht, weil wir sonst morgen noch nicht fertig gewesen wären. So, ich okay, ich hab's geschafft. Geht's jetzt lang? Ich muss darüber. Aber da ist irgendwie zu. Warum ist der zu? Ha, ist das ein geiler Anfang. Ich finde den Weg nicht mehr. Da muss doch irgendwo so ein Weg geben sein. Ja, genau. Hab ihn. Hallo? Was war ein Weiß nochmal? Lightbeam, okay. Die Dinger. Zack. Mach auf jetzt. Ist doch hier ein Portal. Genau. Jetzt bringen wir die Energie in den hellen Äther. Hier den. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten zum Energieregulator? Da könnten wir lang. Das gehen wir am besten dann auch. Aber erstmal müssen wir nach oben. Fährst du nach oben? Nein, er fährt nach unten! Und ich habe es gerade noch geschafft zu entkommen. Aber du fährst nach oben, hab ich recht? Ja. Ist da jetzt offen? F-A-I-L. Ja, im hellen, im dunklen Äther war hier offen. Heißt ja nicht, dass es im hellen Äther auch so ist. Nö. Aber ich kann da unten jetzt, glaube ich, was machen. Da unten ist jetzt, glaube ich, was für mich. Echovisor. Und jetzt Annihilator Beam.
Mist. Ich muss nämlich bei diesen Toren hier. Objektscan abgeschlossen. Dieses Echo-Tor verwendet ein akustisches Sicherheitssystem. Zur Interaktion mit diesem System ist ein akustisches Sichtgerät erforderlich. Haben wir. Durch Beschuss des Echo-Tors lässt sich die Kombination der akustischen Sperren herausfinden. Die Sperren sind in dieser Sequenz zu lösen, um weiter vordringen zu können. Also, nochmal. Dann ist das Ding da. Jetzt haben wir das. Genau. Jetzt ist nämlich das Echo-Tor hier offen. Und da ist eine kinetische Kanone, mit der wir jetzt dieses Ding kaputt machen können. Und wir kriegen eine Powerbomben-Moni. Dafür haben wir das gemacht. Ja, das hätte man sich auch sparen können, eigentlich, den Käse hier, aber gut. Why not? Wie komme ich da jetzt hoch? Kommst du runter? Ach, du bist schon da. Okay, ab zum Energieregulator, aber diesmal wirklich. Ich muss immer noch nach oben. Welcher von diesen beiden Aufzügen fährt nach oben? Der. Aha! Oh, Alter, ihr könnt mir ein bisschen am Popo lecken, ehrlich gesagt. Ich habe keine Lust, jetzt gegen euch zu kämpfen. Schnell, bevor ihr mein System lahmlegen! Lauf! Samus, lauf! Wo geht's jetzt hin? Ich möchte gern erst einmal darüber. Screw it! Halt, ja! Oh, fail! Hab ich euch schon gescannt? Ja. Das sind diese mysteriösen Dinger, die man nicht kaputt machen kann. Wir machen hier einen Cut. Bis gleich.